habe schon 2 Liter rausgeschwitzt, ich muss eigentlich direkt was trinken. Ja. Nee. Na dann. Was ist denn jetzt? Geht's weiter oder was? Mir ist warm. Ja, wir haben auch noch, jetzt, es waren 151, ne? 152 von 151 Kilometern haben wir noch zu fahren. 11.23 Uhr. Geht's ab jetzt? Oh! Die Sprechanlage bei dir hat gut gemacht. Ist ab. Was? Aus, hör nicht mehr. Wieder da? Nö. Es hat gerade gut gemacht und dann war es weg. Da hast du deins, ist deins aus, weil meins ist an. Du hast wieder irgendwas verstellt. Lass doch mal die Pfoten da weg, wenn es funktioniert. Test, test. Dann schmeißt mal den Martin raus wieder. Den hast du doch gestern auch rausgeschmissen und dann ging es doch wieder. Ey, mir läuft schon die Brühe den Rücken runter. Und es ist kein Regen. Jetzt, jetzt, Test. 1, 2, 3. Weiß ich nicht. Du hast irgendwas verstellt da. Jetzt lass die Pfoten weg. Mach die ab, mach die App zu. Fertig, ab. Jetzt. Kalimoto und... Kann ich jetzt mal einen Motor starten? Ladies and Gentlemen, please start your engine. Also was läuft mit Kamera? Meine läuft. Das ist geil da oben, es ist scheißegal. Mach sie entweder, mach sie an, wenn wir die irgendwann mal angehalten haben, oder mach sie gleich an. Wie lange filmt die dann? Eine Stunde oder was? Ja, dann mach sie da oben an, komm, ist doch wurscht jetzt. Mich ist warm. Du bist ganz schön anstrengend, weißt du das? Ach so, ja klar. Na dann, schau mal hier. Oh. Speedbump. Ja, ich... ja gut, ich werde das Filmmaterial, wie gesagt, erstmal sichten, bevor ich... ja, ich mache dann nur Piep, 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 Zensur, Pieps. So. Warum hast du mir eigentlich nicht die Route als GPX-Datei geschickt, damit ich die auf meinem Navi habe? Aha, danke für diese Information. 25 Grad, fühlt sich an wie 70. Guck mal, das sieht aus, als würde es bald regnen da oben. Ja. Heute freue ich mich wahrscheinlich, wenn es regnet. Wo müssen wir eigentlich hin? Ja, normal. Wieso hast du das Navi und ich fahre voraus? Fahr mal vor. So, moin und hallo erstmal. Heute steht die Gardasee-Runde an, ohne Gepäck. Etwas mehr Dynamik im Motorrad. Mal gucken, wir fahren da jetzt irgendwann da mal den Berg hoch da irgendwo. Da sind dann auch noch ein paar Seen. Und da werden wir mal sehen, was wir da sehen. Ja, die Straße hier ist jetzt fahrerisch nicht so anspruchsvoll, aber das ist auch ganz gut so, weil man hat immer diese Aussicht. Ja, ist doch unfassbar, oder? Unfassbar. Warum fährt man hier nicht viel öfter her? Ja, ich sehe nichts. Warum? Ich muss von... Ah. Tut das Not, dass das Moped so laut ist. Ja, ich habe die Sonnenblende oben. Ich habe gedacht, ich hätte sie noch oben, aber sie ist schon oben.
Das ist ja krass. Hallo? Ich sehe nichts. Wie weit geht denn das noch? Ich sehe kein Licht am Ende des Tunnels. Ah, jetzt. Ja, ich bin immer nicht so assi wie du und stell mich hinten an. Ob ich jetzt Moped ausmachen soll mal? Ich mach's mal aus. Dann wird's auch gleich grün. Ich könnte ja auch wegen der Klimaanlage den Motor laufen lassen, ne? Aber warum ist hier eigentlich immer noch rot? Was soll die Scheiße? Leute, ich kann so nicht arbeiten. Ich muss, guck mal, mein Thermometer ist jetzt ausgegangen. Das ist über 100 Grad. Nee, meine Temperaturanzeige, meine von der Außentemperatur, zeigt nichts mehr an. Das heißt, wir haben über 100 Grad. Ey, grün! Ey, ich bin überfordert. Shit hard. Oh, wieder rot. So, also hier ist jetzt echt eng, ne? Deswegen ist hier auch... Ja, ist aber doch beruhigend, wenn man weiß, dass kein Gegenverkehr kommt, so ein bisschen, oder? Sehr geile Strecke hier. Krasser Scheiß. Hoffentlich läuft die Kamera, sonst rast ich aus. Ja, ja. Wie geil. Ja. Drei Stück. Ja, nee, vier, oder? Ah, das andere war ja die S-Klasse. Die gehören aber auch alle zusammen da. Und breit. Und unglaublich breit. Der ist so breit wie die Straße. Da kommt. Der hat doch bestimmt 1000 PS. Warum fährt er so langsam? Ah, guck mal hier. So geil, ne? Die fahren den ganzen Pass hoch mit den Dingern. Unfassbar. Hast du jetzt eingeschaltet? Gut. Ja, meine läuft die ganze Zeit. Nur dann habe ich jetzt ungefähr einen Synchronisationsanhaltspunkt, weißt du? Bitte? Weil ich jetzt eben gesagt habe, du hast sie jetzt eingeschaltet. Und dann sehe ich, okay, in dem Bereich irgendwo ist es. Und dann kann ich irgendwie, suche ich mir einen Punkt an der Straße, einen Schatten anfangen oder so irgendwas und dann... Was für ein See? Das ist die Terrakotta-Armee. Ich verstehe dich einwandfrei. Ja, du hast wahrscheinlich irgendwie eine scheiß Einstellung wieder gemacht bei dir. Ah, ich habe ein Mikrofon weiter unten. Warte, Sekunde. Ja, oh geil. Ja. Ach was jetzt, Mikrokurve, Berg, geil, Schalt, ey, Brems. Da ist, oh, der hat's verkackt. Er ist voll von in die Rabatte gefahren. Schalte ich mal kurz weg, ja? Test. Hallo? So. Eigentlich sehr, sehr geil hier. So ähnlich wie in den Alpen. Woran das wohl liegt? Straße ein bisschen schlecht, aber das heißt, dass wenig Verkehr ist und das wiederum ist ziemlich geil. Ja, und wir fahren jetzt hier ganz geschmeidig. Ja, wir hoffen, dass wir irgendwann an diesem Idro-See rauskommen. Das wäre so unser Ziel, ne? Schauen wir mal. Oh, guck mal, wie geil! Was machst du? Ah! Ja, voll in der Sonne.
Warte, ich mach kurz. Ich mach kurz ein. Guck mal, ey, voll der Hummelkäfer Maria. What the fuck? Der hat ein Nummernschild wie deine Drohne, weißt du? Ja, du weißt schon, dass du jetzt rückwärts den Berg hochschieben musst. Kauf dich mal eine Goldwing, die hat einen Rückwärtsgang. Ja, die stehen, weil da Schatten ist. Fahr mal davor, wo der andere Schatten ist, da, der nächste. Da drüben ist ein Baum, da könnte man sich einen Schatten stellen. Ne? Da drüben. Was, kannst du da reingucken in den Tunnel? Was geht denn ab da? Ja, du kannst da nicht reingucken. Ne? Ja. Versteht mich doch nicht. Ich sehe jetzt den Schatten hier. Ja, ich sehe doch hier, ob die losfahren. Ne? So, jetzt mussten wir circa eine Stunde da rumstehen und warten. Haben wir ein bisschen sinnvoll genutzt. Blend mal hier ein paar Bilder ein oder ein paar Ausschnitte. Weiter bis zum Idrosee. Den tangieren wir nur. Ja, ja. Da ist alles voll von den Dingern hier. Das ist krass, wenn ich hinne bei Brems, kommt sofort das ABS, gell? Das heißt, dass diese Bremse, diese Integralbremse, schon hinten voll mit am Limit mitbremst, ne? Na, ich bremse hinten gleichzeitig. Also ich bremse, wenn ich vorne bremse, bremst er hinten mit. Und das scheint er wohl so zu machen, dass es nicht mehr geht, weil sobald ich hinten noch mit dem Pedal beibremse, geht er ins ABS. Ja, ich könnte schon mal anhalten, was trinken und vielleicht ein Würstel essen oder was, keine Ahnung. Moped ist mir egal. Jo. Ich glaube, wenn wir Gas geben, könnten wir durchkommen. Weil das, wenn wir Gas geben, könnten wir vielleicht noch durchkommen. Das hängt da wieder an den Bergen fest. Weil wir fahren ja da quasi da rechts rüber dann, so grob, ne? Hier schon durch, da drüben vorne wird es wieder hell, guck mal. Ich glaube, wir haben doch keinen Klick. Haben gerade das hier regnet es nicht. Es hängt hier in den Bergen fest. Ich glaube nicht, dass es da regnet. Ding, ding, ding. Ding, ding.
Ich höre den jetzt über dein Mikro. Jetzt höre ich ihn live. Und ich rieche ihn auch. Doch alles krumm an dem Ding, oder? Das ist so geil. Ding, 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 ding. Ding. Also, wieder die Gänge reinhackt, guck mal. Aber schwer am Arbeiten mit der die Fußarbeit ist schon phänomenal. Wahrscheinlich geht die Bremse. Ja, ja, mit dem Hacke reißt er die Gänge rein. Ding, ding, ding. Ich muss auch was essen langsam, weil ich. Schon wieder. Ich habe seit dem Frühstück. Keine Ahnung. Wir können mal auf die andere Seite fahren morgen, Monte Baldo oder so. Ja, wir müssen heute Abend noch die Kamera dran bappen bei dir, dass wir morgen mal einen Dialog haben. Dass ich wenigstens einen Doodle-Vlog machen kann. Boah, der hat aber. Ach du Scheiße. Das ist ein TSI. Ah, das ist dieser TSI wahrscheinlich, der einen Haufen Öl verbrennt. Da ist eine Geschwindigkeitsanzeige. Ja, hast du nicht gesehen. Doch, so siehst du gleich. Wahrscheinlich ist da noch Controllada Radarska oder irgendwas. Okay. Dann fahre ich jetzt mal langsamer. Dann fahre ich jetzt mal langsamer. Hier stinkt es nach Abgase. Was ist denn jetzt hier, Papa Schlumpf? Sind wir denn bald da? Also ich fahre jetzt ins Hotel. Könntest du gern noch hier ein bisschen flanieren. Mir egal. Ja, Bagger. Dein Tank ist halber leer. Meiner ist noch halb voll. Ja, ich sag ja nur. Guck mal hier, voll die Kirche. Wir können die Kirche mal im Dorf lassen hier. Ding, 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 ding.